Ich spüre das Gambit geil. 30 Kills hier jetzt. Hier auf der Stelle. Muss ich jetzt echt Udyr bannen? Ich habe honestly mehr Bock, gegen Shaco zu spielen, als gegen Udyr zu spielen. Weil zwei Games in Folge Udyr. Es gab nie einen besseren Zeitpunkt, um mit Lee einen Dub zu holen. Lee auf Tier 1. Ihr wollt jetzt, dass ich Lee Sin Jungle spiele? Nee. Support, wie sagst du? Statistisch kannst du nicht verlieren. Das habe ich nie gesagt. Wieso sagt ihr jetzt? Leona! 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 Warum? Wieso sagt ihr jetzt alle, dass ich Lee Sin spielen soll? Geht's euch gut? Trust, das ist das Play. Falls nicht, giftig ein Sub. Your will, my hands. Habe ich diesen Fußball-Lee Sin-Skin? Wie viele Lee Sin-Skins es gibt. Welcher Skin schmeißt. Oh nein, den habe ich nicht. Die Fußballskins sind echt cool. Okay, was sind so Lee Sin-Builds? Dass wir wieder Leona kriegen, ist echt statistisch kacke, das ist verrückt. Und schon wieder ein Hawaii. Okay, alle gehen Eclipse. Es ist immer Eclipse Thunder Sky. Der Start des Lee Sin-Arcs, ich war hier. Das, den habt ihr jetzt zu verantworten. Also mein Lee Sin ist jetzt ja nicht so schlimm, dass ich ihn nicht im Ranked spielen sollte, aber schon schlimm. Mal gucken. Worlds ready. Ja stimmt, wir müssen uns ja auch für Worlds vorbereiten. Da spielt man ja viel Lee Sin, ne? Ich glaube, er wurde ja auch pünktlich wieder gebufft vor ein, zwei Patches, right? Ist das nicht so? Du brauchst actually einen Pot? Heilige Scheiße. Jungler, die in 2024 einen Pot brauchen. Lass doch hier, oder? Was ist das für ein Pathing? Bro, die haben da Vision von 10 Kilometer weg. Sag mal, haben alle verlernt zu invaden, oder was? Ja, Lee Sin clear, ne? Am Anfang dauert er immer ein bisschen, aber man verliert halt auch kein Leben. Ist ganz angenehm. Level 3 Gank, anywhere? Sieht nicht so aus. Lane Gank? Maybe. Maybe. Ne. I am Lee Sin, so I must gank Level 3. Ich hab kein Ward jetzt zum Wardjumpen, ist natürlich Pain. Den lassen wir schön hier. Okay. Warte, wie habe ich den Kill auf Dingens bekommen? Den Kill wollte ich nicht nehmen. War das Red Buff Slow? Eieiei. Okay, 3-0, haha, XD. Das ist ja super auf mir. Nice, 3 Kill Lee Sin Snowball. Ja, wenn die nur wüsste. Yes. Mein Team trustet, ihr trustet, okay. Jetzt ist es soweit. Der Lee Sin Arc. Ihr hattet alle recht. Das alles bevor der Drake spawnt, ey. Warum habe ich denn jetzt gerade Sweeper gekauft? Geht's mir gut? Das hat sich jetzt der schon gelohnt. Jetzt hier ein Warthog? Ich hätte ihn gehabt. Oh. Oh, wow, wow. Er ist fucking tot. Oh, Level up. Ich gehe einfach gleich wieder zurück aufs Ding ins Trinket. Mein Team muss mir jetzt gerade hier kurz vertrauen. Ja, gleich haben wir's. Dauert nicht mehr lange. Damn. Das war ja schon wieder gar nicht so geil. Gut, das kann ich mir nicht kaufen. Okay, wir müssen kurz ein bisschen Gold warten. Okay, Ulti ab. Warum bin ich für Ult gegangen? Mit Grubs ab. Das ist ja wieder so ein klassisches Mango-Jungle-Play, wirklich. Warum ist er Level 6? Das wird immer verrückter. Oh! Nein, mach doch, Lukas, drück doch! Man geht Resistenz-Boots in diesem Game ganz klar... Tabis, I guess? Ich glaube, ich fahre ein bisschen zu viel, ne? Ich bin im Master Yi-Mindset. Die haben sich noch versteckt, die Hunde. Bin an ihn leider nicht angekommen. War ein guter Flash von ihm. Hawaii kommt schon wieder. Die sollen gute Pinks, sehr schön. Vier Leute Bot, wirklich. Und Top Lane gewinnt. Oh, ein Traum! Scheiße, ich bin zu spät. Viel zu spät.
Hier nehmen wir mit. Oh mein Gott, ich habe so lange nachgedacht darüber, was ich da tun muss, Alter. Oh, ja, ja. Ja, honestly, lassen einfach die Vögel stehen, scheiß drauf. Oh, ein Glück habe ich einen 900 das Mal. Ich habe vorher nicht geguckt, Alter. Warte, was? Okay, okay. Ich habe rausgetappt. Das war nicht gut. Das war kein guter Moment, um rauszutappen. Oh. Beschämen wir uns nicht. Das ist überraschend gut geklappt, bin ich ehrlich. Oh, das ist eine Finanzspritze, Alter. Okay, seit Mitte. Oh, frech. Hätte smiten können. Jetzt bin ich langsam ein bisschen von mir selbst verwirrt. Ich liebe es, dass ihr das so feiert. Danke. Ich weiß selbst nicht ganz, wie das gerade funktioniert, aber wir nehmen es jetzt erstmal mit. Mal sehen, wie lange das noch hält. Weil meine Lee Sin-Performance im Late-Game hat bisher immer stark nachgelassen. Im Early-Game kann man immer mal glückliche Games haben, aber... Und ich glaube, ich hatte auch mit den Skillshots sehr viel Glück hier. Ja, honestly, wenn die da unten alle pimmeln, dann ist es jetzt vorbei hier einfach. Okay, jetzt wird's langsam ein bisschen verrückt. Das war ja echt really gut, what the fuck? Bauen die Armor? Geht so, ne? Ich glaube, ich sollte Styrax gehen. Drop hier. Okay, das ist, also, es fühlt sich gerade wirklich gut an. Das ist nicht gut. Es ist nicht gut, dass es sich gut anfühlt. Ei. Okay. Okay, was war das? Das war Lucian Damage. Ash. Ah. Ja. Ja, warte, wir füllen jetzt erst auf. Wir haben ja auch schon wieder, also... Untere Hälfte der Karte hat performt. Ist nicht gut. Oh ne, was macht der denn da jetzt? 1175. Wir haben Styrax. Okay, wie schaffen wir das denn irgendwie hier was gegen anzurichten? Das ist nicht der Weg auf jeden Fall. Okay, maybe. Q ist drauf. Okay, maybe. Ich komme, aber ich brauche noch eine halbe Ewigkeit. Er one-shottet ihn jetzt halt gleich. Oh. Oh, okay. Jetzt sollten wir actually instant für den Baron gehen. Alle sind Botlane und wir haben hier oben Kill geholt. Ash, komm her. Ash will verlieren. Ash kriegt einen Report rein. So dumm von dir, wirklich. Geht 0-5, flammt die ganze Zeit ihn und geht jetzt Mental. Ich habe halt ewig lang nicht mehr gegen jemanden gekämpft. Passiert gerade nichts mehr irgendwie. Ist immer mal an der Map. Jetzt haben wir Baron. Jetzt sollten wir halt pushen. Okay. Good job, Ash. Krank. Wird schwierig. Es hat so clean angefangen. Ja. Ich probiere jetzt mein Bestes, hier noch irgendwie einen Win rauszuholen, aber ich müsste wirklich jeden Fight, glaube ich, so einen legendären Kick hinlegen, um das zu tragen. Mal sehen, wie viel ich davon schaffe. Im regulären Weg gewinnen wir das Game auf jeden Fall nicht mehr. Probieren wir es einfach. He's dead. Schönes Shield. Oh, ich hätte nochmal shielden können. Nicht, dass es was geändert hätte wahrscheinlich, aber... Warum sollte Zed auf Ash gehen? Boah, sie kriegt da sogar fast noch einen Kill. Brauche
Raum, lass dich jetzt nicht mittilten. Es bringt dir nichts. Nichts, was wir machen, wird irgendwas ändern an ihrem Verhalten. It has become what it has become. Der Ash kriegt einen saftigen Report mit auf jeden Fall immerhin. Raum ist komplett mitgetiltet, ja. Vor allem, warum die Ash getiltet ist, wegen vermeidbaren Roams. Roams, die wir haben, kommen sehen. Das ist halt wirklich verrückt. Ah, wir sind als Team aber nicht zusammen. Boah, war sogar guter Fight. Mit Ash hätten wir das gewonnen, wenn ihr gespielt hätte. Boah, das connected frech. Kranker Flash. Aber Bluetooth ist dann mal drin. Ja, das Game wäre auf jeden Fall gewonnen, wenn er spielen würde. Das ist wohl wahr. Aber es ist League of Legends, ne? Was soll man tun? Du darfst das Spiel nun mal nicht alleine spielen. Ey, aber das war übel clean. Die ersten 15, 20 Minuten dieses Games waren krank clean. Moonwolf, danke für den Gift. Ehre. Oh, die kriegt so einen sahnigen Report mit. Oh, das wird der leckerste Report. Dafür kriegen wir auch schön LP erstattet. Das sage ich euch. Das wird schön. Schauen, ob hier Leute Gerechtigkeit erfährt. Ich habe das Gefühl, das wird passieren. Immer noch kein Master Yi Shard. Traurige Geschichte. Was wird hier jetzt noch passieren? Tatsächlich wird hier jetzt leider nichts mehr passieren. Das war echt schade. Das war eine gute Idee, Lee zu spielen. Das hat ja übel geballert. Aber, ne, halt sonst nicht. Ja, schade. Unlucky Day, was die Games angeht. Aber irgendwie hat mich das jetzt nicht so sehr runtergezogen. Es waren halt Spiele. So. Hat man mitgenommen. Fand ich jetzt nicht schlimm.